Hallo mein Lieben und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Mein Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut. Ja, ich war in der Zwischenzeit, ich habe mal extra in der Zwischenzeit mal so einen kleinen, wie soll ich das sagen, ich habe mal so ein paar Tipps aus der Community benutzt und habe so mal so einen kleinen Zwischenseed erstellt. Und in diesem Zwischenseed gehe ich dann immer mal farmen, damit wir hier die Karte so gut wie es geht unberührt lassen in unserem Let's Play. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, meine Lieben, dass ich zwischen den Folgen mal gut und gerne mal im Grasland eines anderen Seeds mal so ein bisschen farmen gehe, Steine zum Beispiel oder ein bisschen Holz und so weiter und so fort. Weil, schaut mal, ne, mittlerweile haben wir hier sehr, sehr viel Harz angehäuft. Hier unten haben wir, ne, schon die zweite Kiste angefangen. Hier haben wir wieder ein paar Steine drin. Ganz wichtig, ich war auch schon wieder ein paar Erze organisieren. Das sieht man dann hier. Ne, Kupfererz und Zinnerz haben wir jetzt ja in schon kleiner ausreichender Menge mal wieder verfügbar. Hat einfach nur den Hintergrund, meine Lieben. Ich war halt zwischendurch nochmal farmen wie verrückt. Hier gibt es dann mittlerweile, haben wir hier auch die verschiedenen Holzkisten angefangen. Also ihr seht, es wird langsam, auch die Edelhölzer hier unten sind gut bestückt. Und ihr seht, mit was wir ausgerüstet sind. Richtig. Es geht wieder in den Sumpf rein. Wir möchten heute ganz klar mal den Sumpf etwas entdecken. Einfach mal in den Sumpf reinlaufen und mal gucken, was uns da noch so alles, ja, was uns da noch so alles begegnet. Deshalb habe ich heute mal Folgendes mitgenommen. Keine Angst, meine Lieben. Ich habe tatsächlich mal wieder eine Fackel dabei und so weiter und so fort. Ich würde mich jetzt gerne mal hinlegen und bevor ich mich aber hinlege, würde ich jetzt Folgendes machen. Wir würden, beziehungsweise ich würde gerne mit euch hier noch diesen Eisenknüppel bauen wollen. Ich weiß gar nicht warum, aber ich denke, dieser Eisenknüppel ist richtig, richtig gut, gerade in diesem Spielabschnitt, nehme ich mal an. Jetzt haben wir den uralten Rindenspeer und jetzt möchte ich mit euch gerne noch diesen eisernen Streitkolben bauen. Mit den zwei Waffen sind wir hoffentlich gut gerüstet gegen den hiesigen Boss, den wir erstmal suchen müssen. Das ist jetzt unsere nächste Aufgabe. Und dazu, meine Lieben, möchte ich dann mit euch zusammen dann noch zwei verschiedene, ja, eine Waffe bauen und ein Tool, die Streitaxt. Perfekt zum Zertrümmern vom Schädel. Die können wir mal lassen. Das ist eine Zweihand, das ist eine Zweihandaxt, wie es aussieht, weil die hat Schlitzen 70. Die hat 70 Schlitzen. Also das Ding geht richtig vorwärts, ne? Ausdauerverwendung 16. Also da brauchen wir richtig gutes Essen. Ich würde dann eher mal sagen, der scharfe Freund des Holzfällers, das holen wir uns dann auf jeden Fall noch. Da brauchen wir auch wieder 20 Eisenelemente dazu. Und halt den Jägerbogen. Jägerbogen stechen, also 42 Schaden als erstes. Dann schaut mal, da gucken wir mal unseren an und der hat schon 41 und ist halt upgegradet bis Stufe 4. Wenn wir den Jägerbogen, upgraden würden und der ist Stufe 1, ich glaube, das macht dann richtig Spaß, ne, dieses Ding. Aber da brauchen wir jede Menge Eisen dazu, deshalb, ich würde auch nochmal zwischen den Folgen, oder schreibt es gerne in die Kommentare, wenn wir das hier auch nochmal machen wollen auf dem Seed, weil mittlerweile bin ich so ein bisschen im Bronzezeitalter eigentlich so mal ein bisschen mit am Ende angelangt. Wir haben eigentlich fast alles gebaut, was es so im Bronzezeitalter zu bauen gibt. Deshalb würde ich sagen, das Einzige, was ich noch in den Höhlen suchen würde, sind tatsächlich die Sortlingkerne für, wie gesagt, noch einen Kohlemeiner zusätzlich und eine Schmiede. Was anderes würde ich dann gar nicht suchen wollen. Hat einfach nur den Hintergrund, dass man auch im Sumpf später die Möglichkeit, beziehungsweise schauen wir uns jetzt mal an, die Möglichkeit bekommt, dort diese Sortlinge zu finden. Aber ja, ich will nicht zu viel vorspoilern. Schauen wir mal, was wir an Eisen haben. Schaut mal, 21 Elemente. Jetzt bin ich mal gespannt. 335. Da hinten läuft schon wieder ein schöner Berserker rum. Schaut mal. Rote Augen ist nie gut. Rote Augen ist immer gefährlich. Aber das ist egal. Und irgendwie habe ich das Gefühl, mein Lieben, wenn wir immer dafür sorgen, dass die Gegner hier von der Basis, also dass wir die immer besiegen, dass wir die Basis wirklich sauber halten außenrum, ist es tatsächlich so, ich möchte es jetzt nicht beschreien, aber es ist tatsächlich so, dass wir, ey, wir wollten nur runtergehen, ist es tatsächlich so, dass die, dass man relativ, oder dass man weniger Wellen bekommt, die hier unsere Basis insgesamt angreifen. Wisst ihr, was ich meine? Also die großen Wellen, wo dann steht, der Boden vibriert, ne? Und dann greifen wieder irgendwelche Trolle an oder irgendwas. Ja. Okay, meine Lieben, also die Eisennägel können wir herstellen, das ist alles kein Problem. Ich möchte mit euch aber mal schauen, dass wir hier diesen eisernen Streitkolben herstellen. Dafür bräuchten wir noch drei Lederreste und dann können wir tatsächlich das Teil auch herstellen. Damit würde ich dann hier diesen bronzenen Streitkolben würde ich dann ein bisschen ersetzen wollen. Jetzt habe ich gerade vergessen, welches Holz ich mitnehme. Ja, wir können was zu essen vertragen. Okay, ist alles ein bisschen viel, das war mal klar. Macht aber nichts. Teilen wir es gerade alles mal so ein bisschen zur Hälfte auf. Dann hoffe ich mal, wird das reichen. Nee, das waren Felle. Das war kein Holz. Entschuldigt bitte, das war kein Holz, das waren Felle. Ich glaube, das war Schwein. Ah, hier, ne? Haben wir schön so ein bisschen, genau. Das, ich glaube, Lederreste. Ich glaube, drei Stück.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich mir das bis hierher gemerkt habe. Also wenn nicht, war es ein völliger Fehl. Jetzt aber, ja, wie gesagt. Ja, okay, sehr schön. Herstellen. Und da ist er. Bam, hergestellt. Eiserner Streitkolben, beziehungsweise doch ja schon, ne? Eiserner Streitkolben. Ein faustgroßer Klumpen Eisen auf einem Holzschaft. Da wisst ihr Bescheid. Und das Ding sieht dann ungefähr genau so aus. Rüsten wir mal aus. Alter, was für eine Keule. Ah, das ist ja mein Ding. Okay, was sind wir eigentlich für den Sumpf? Würde ich mal vorschlagen. Würde ich sagen, oder was heißt vorschlagen? Ich würde sagen, bestens gerüstet. Dann gehen wir mal hoch, gehen zu Bett. Hier kann man nach wie vor unsere Ausrüstung reinpacken. Da hätten wir ja den Bronzenen, den packen wir mal weg. Das Eisenteil, das machen wir dann morgen früh beim Aufstehen. Und dann als nächstes ist halt dann so, ne? Wir brauchen halt Rüstung als nächstes. Also, hauen wir uns hin. Jetzt können wir, glaube ich, noch so circa 5 Stunden können wir noch schlafen. Und dann, meine Lieben, hochwertiges Essen haben wir mit. Schreibt es gerne, wie gesagt, schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie man diese Würste dann bald mal herstellen kann. Ich habe von der lieben Queen, habe ich gehört, dass man die Würste nur herstellen kann, wenn man diese Erweiterung hat, ne? Wenn man diese Kesselerweiterung hat. Aber ich habe mal geguckt, ich habe leider keine Kesselerweiterung. Ich habe die eiserne Kochstation, habe ich mal gebaut, aber die geht nicht als Erweiterung vom Kessel. Und ich weiß jetzt auch nicht, also ich glaube, der Vernichter, das ist, glaube ich, keine Erweiterung vom Kessel. Oder? Und alles andere ist eher eine Erweiterung von der Schmiede. Na? Okay. Dann erstmal einen schönen guten Morgen, meine Lieben. 18 Minuten, das heißt Gemütlichkeit 11 hatten wir hier mal. Dann würde ich Folgendes machen. Also, das Teil, ne, den wichtigen heiligen Eisenbahn, den packen wir wieder hier raus. Wir bräuchten halt nochmal ganz, ganz viel Holz. Jetzt als nächstes. Da ist auch ein Eisenbahn drin. Wer weiß warum, keine Ahnung. Rein mit dem Holz. So viel wie geht. So, mein Lieben. Und dann die Tür zu. Repariert sind wir ja. Wir haben jetzt noch 4 Minuten das Essen. Ach, und jetzt können wir es mal benutzen. Jetzt können wir mal die Brechbären benutzen. Wo sind die gleich? Hier. Du fühlst dich krank. Schaut mal. Ne, fühlt sich kränklich. Das heißt, wow. Okay, das ist aber richtig schlimm. Das ganze Essen, was wir gegessen haben, das spuckt er jetzt einfach nur aus. Nee, das muss auch so sein. Das wollte ich wirklich genauso, weil wir hauen uns jetzt das hier rein. Und das hier zählt für den Sumpf. Und genau deshalb haben wir jetzt gerade hier die... Deshalb haben wir wirklich, wirklich nur... Deshalb haben wir jetzt gerade hier die Bären gegessen. Also alles ist gut. Nur die Ruhe, mein Lieben. War eine einmalige Aktion. Aber wir haben sie zumindest jetzt die ganze Zeit in Valheim mal benutzt. Und ja. Jetzt können wir rausgehen. Und jetzt können wir zum Sumpf. Übrigens, ein neues Portal möchte ich ausstellen. Ich habe sowieso mit den Portalen eine ganz, ganz andere Möglichkeit. Ich möchte die Portale nicht in der Basis lassen. In dieser Basis wird zukünftig nur ein einziges Portal stehen. Und zwar geht es dann in einen großen, steinernen Turm. Und in diesen großen steinernen Turm sind dann alle Portale, die man benutzen kann, für unsere hiesigen kleine, für unsere kleinen Stützpunkte, für unsere kleinen Basen oder auch für die große Basis und so weiter und so fort. Da freue ich mich riesig drauf. Das wäre so ein bisschen mein nächster Bauplan. Ja, Giftwiderstand könnten wir auch gerne mal mitnehmen. Ich würde erstmal hier sowas mitnehmen, den gesunden Met. Und vielleicht, ja komm, nehmen wir einmal mit. Wir haben ja noch einmal da. Na, und dann würde ich sagen, auf geht's, ne? Und sollte man dann die Sortlingkerne zusammen haben, ich werde dann inzwischen die Folgen, werde ich schon ein bisschen farmen gehen. Sollte man die dann wirklich zusammen haben, meine Lieben, dann würde ich Folgendes vorschlagen. Wir bauen die Schmiede und den Kohlemeiler bei uns in der Basis ab und bauen das Zeug wieder. Ah, okay, das war schon fertig, ja genau. Und bauen das Zeug wieder bei uns im Dorf auf. Ne? Dorf, wisst ihr ja, wo das ist. Habe ich euch ja letztens gezeigt, die Location. Die habe ich noch ein ganz kleines bisschen aufgebaut, ganz kleines bisschen erweitert. So, meine Lieben. Klar, wir warten drauf, dass dass wieder eine Monstrosität oder irgendwas kommt. Na, ist ja klar. Also eine massive Keule hätten wir dabei. Das heißt, irgendjemand, wir könnten es ruhig mal testen. Übrigens, die Rübensamen, die habe ich schon eingepflanzt. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Da oben ist, glaube ich, da oben ist so ein Stein. Okay.
Hier ist dann die zweite Krypta, da waren wir schon dran. Hier hinten gab es dann irgendwas, schaut mal. Dort hinten gibt es, wie es aussieht, irgendwas hier. Ah ja, hier gibt es ein paar Skelette, die hier so rumstehen, einfach so in meinem Weg. One shot. Ah, der hält mehr aus. Wow, der ging gerade so oben drüber. Habt ihr das gesehen? Ey, das ist doch nicht euer Ernst. So, der muss jetzt umfallen. Ich wollte gerade sagen, der muss einfach umfallen. Okay, dort hinten ist, wie es aussieht, so ein Spawner. Hier auf der Seite wird dann auch dort irgendwas sein. Ich würde ganz gerne erstmal schauen, dass wir dorthin kommen. Jetzt taucht hier garantiert irgendwo hundertprozentig taucht hier irgendwo eine Monstrosität auf. Das sind wieder diese Schlundegel. Boah, schaut mal, was diese Keule. Zwei Treffer weg. Geil. Das ist eine Diesel, oder? Ja, das ist echt eine Diesel. Wieder so ein Baumstamm. Mal gucken, was da steht. Runenstein. Höre die Worte des armen Ulf. Vermeide es. Ja, okay, alles klar. Das hat man ja schon gelesen. Das hat man schon gelesen. Hier gibt es dann die Diesel. Die nehmen wir gerne mal mit. Da vorne gibt es dann so ein Giftblob. Ja, der ist ziemlich weit weg. Okay. Gut, dann gehen wir mal ein Stück weiter hin, ne? Ich hatte es ja gesagt. Ah, übrigens, wisst ihr, ich habe die, also unseren Turm, ne, unseren Turm dort oben, könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe erst mal geguckt, ich habe den vor ein paar Folgen, ich habe den noch nicht mal markiert gehabt. Den habe ich dann tatsächlich zwischen den Folgen erstmal markiert. Hier ist wieder die Krypta. Und hier würde ich dann gerne erstmal weiter hinter. Genau, schaut mal, da hinten. Oh. Ein Trauger, ein Elite-Trauger. Klar. Oh, schön geblockt. Hat nur 4 Schaden gerissen. Schön. Einfach nur schön. Achtung, die Dinger machen Gift, ne? Die Dinger machen Gift. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nicht so überschwänglich werden, nur weil wir jetzt relativ gut waffentechnisch ausgestattet sind. Und so weiter und so fort. Bedenkt das bitte. Dort hinten ist wieder eine Krypta. Ey, ich hau mich weg, das gibt's doch gar nicht. Ah, was ist denn das? Da ist wieder so ein Spawner, ne? Schaut mal. Der darf ruhig brennen. Vor allem, ich bin mal gespannt, wie viel die aushalten. Das ging schon mal schön vorbei. Schaut mal bitte, was die aushalten. Das war die Nummer 1. Okay, 39,8. Okay, der hat deutlich weniger ausgehalten. Oh, hier ist noch einer. Wahnsinn. Okay, eine Truhe. Moin. Also der Finisher mit 150 brutalem Damage, der ist ja mal der Hammer. Der haut mal richtig gut rein, ne? Dort ist wieder so ein Schleim. Wie gesagt, ich nehme alles mit. Mir ist das jetzt egal. Deshalb habe ich gesagt, wir erkunden jetzt... Ey! Wir erkunden jetzt hier schön mal den Sumpf. Das kommt gleich wieder angesprungen, das Ding. Eine Schleimling-Trophäe, dankeschön. Zwei Schläge, ne? Zwei Schläge weg. Okay, dort hinten wäre noch eine Krypta. Und hier, wie gesagt, also hier gibt es wieder einen schönen Trauger. Den hätten wir schon mal. Schade, dass wir den jetzt zum Kippen bringen, ne? Also, wir haben ja diesen... Wir haben ja diesen Hauenschaden. Der Hauenschaden sorgt ja im Prinzip dafür, dass die Gegner dann anfangen, so ein bisschen zu tändeln. Ah, also zumindest ein bisschen, ne? Die Dinger würden mich auch mal interessieren, so an die Bäume dran. Diese Schleimdinger, ne?
So, hier ist wieder eine Krypta. Keine Sorge, da hinten ist auch wieder eine. Ich hau mich weg. Also. Machen wir mal folgendes. Wieder ein Punkt rein. Nächste Krypta gefunden. Hier vorne war das auch eine. Nee, das waren ja diese... Das war ja das Fragezeichen, ne? Genau. So, jetzt würde ich... Ah, schaut mal, dort vorne ist auch wieder so ein... Nee, da waren... Da waren wir ja. Die haben wir auch schon gefunden. Alles kein Problem. Hier hinten war dann die... Genau, hier hinten war dann die nächste Krypta. Wahnsinn, was es hier alles an Krypten gibt. Das ist unglaublich. So, was gibt es denn hier? Hier gibt es leider nichts mehr. Und hier wären wir dann schon so ein bisschen am Rand angekommen, mein Lieber. Wow, was ist das? Boah! Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ist das geil? Eine Holztür. Aber wir kommen leider nicht rein, ne? Wie kommen wir hier rein? Hier rein. Ich bin gerade so leicht überfragt. Ich wüsste gerade nicht, wie man hier reinkommen sollte. Wahrscheinlich müssen wir hier irgendwann mal schnell ein bisschen Holz schlagen irgendwo her. Aber ich weiß zum Beispiel gerade nicht. Hier ist ein uralter Baum. Also den könnten wir schlagen. Das Problem ist dran, dass es halt nichts bringt, weil wir kriegen, glaube ich, nur diese uralte Rinde raus. Oder wir schauen erstmal. Nein, wir haben etwas Holz rausbekommen. Okay, geil. Ja, das ist schön, dass ihr hier faucht und Zeug macht und alles, aber es bringt mir nichts. Ah, das bringt mir was. Ein Schleim. Hallo. Du darfst ruhig herspringen. Sehr schön. Dankeschön. So, hier hinten sind viele Steine. Ist ja der Wahnsinn. Warum gibt es hier so viele Steine? Hier? Ach, das war das mit diesen Spawnern. Hier waren diese Spawner drin. Ne? Hier war diese Truhe. Und hier waren diese ganzen Spawner. Deshalb gibt es hier diese Punkt rein. Spawner. Dann machen wir den hier weg. Genau. So. Okay, das hätten wir. Wir bräuchten halt mal noch einen Baum. Einen Baum. Da könnten wir mal schnell eine Werkbank basteln. Mit der Werkbank. Es ist nämlich ja schon wieder kurz vor 1. Schaut mal. Ich würde trotzdem schauen, meine Lieben, dass wir hier am Tag, ne, dass wir erkunden und nicht irgendwie in der Nacht. Weil ich denke mir, in der Nacht wird es hier schlimmer. So, hier ist das Haus. Ja, ja, ich weiß. Ich komme gleich. Bin gleich da. Ach, jetzt haben wir den Bauhammer zu Hause gelassen. Ich weiß auch warum, weil wir ja einfach erkunden wollten. Na gut, dann kommen wir halt noch mal her. Das ist kein Problem. Da kommen wir halt einfach noch mal her. Ja, wir hatten... Ja, ist okay. Gibt's die Schleimling-Trophäe. Danke, super geil. Wie zum Geier ist denn der hier rausgekommen? Da, schaut mal, die glitschen durch die Wand. Okay, die glitschen durch die Wand durch. Da müssen wir hier mal was hin basteln. Aus. So, das ist sehr schade, dass wir hier nichts abreißen können. Doch, können wir. Ah, das geht auch so. Aber das bringt nichts. Ich sag euch, das bringt nichts. Ich wollte es gerade sagen. Hier gibt es keine Truhe drin, hier gibt es gar nichts. Ne? Hier ist dann einfach so halt mal ein bisschen so das Haus entstanden auf dem... Ja, okay, alles klar. Kein Problem, dann gehen wir gleich weiter. Und dann schauen wir mal, dass wir wieder zurückkommen. Ne? Wir müssen ja wieder zurück.
Ja, aber die Dinger, die hätte ich gerne mal. Können wir da Schaden drauf machen? Okay, null. Na gut. Wie kommen wir denn an die Dinger ran? Haben wir hier irgendeine Chance? Langsam, langsam. Glippersack, kriegen wir den runter? Jawohl. Ah, okay, das ist der, okay, das ist der normale Glipper. Und hier, mein Lieben, sind wir schon am Ende. Hier sind wir wieder draußen. Sehr geil. Jetzt haben wir zumindest mal das äußere Ende des Sumpfes gesehen. Das ist schon mal, boah. Ja, den ganzen Sumpf zum Trotze ist das schon mal, richtig, richtig toll. Klar gibt es hier noch jede Menge zum Erkunden. Nach wie vor möchte ich dann mit euch zusammen hier noch weitergehen. Ich bin erstmal hier noch auf die Disteln scharf. Weiß zumindest auch nicht, beziehungsweise weiß ich jetzt auch nicht, wo muss man zum Beispiel wirklich Ausschau halten nach diesen Rüben. Ich habe bis jetzt mal einen kleinen Rübenstrunk gefunden. Ich weiß aber zum Beispiel auch nicht, wo gibt es die Rüben? Wo muss man dann genau danach gucken? Das würde mich auch mal interessieren. Wir sind garantiert an mindestens 2, 3 Rüben sind wir schon vorbeigelaufen, hundertprozentig. Und ich weiß halt nicht, wo es das gibt, ne? Ah, das ist aber schön, dass hier mal wieder was kommt. Gesellschaft. Das ist aber schön hier. Ah, das ist eine Schwäche. Alles klar. Also, die haben Hauenschwäche. Okay. Ja, wie gesagt, irgendwo, dass wir halt irgendwo wenigstens mal so ein paar Rübensetzlinge oder irgendwas finden, aber ich finde da nie was. Das ist echt schade. Gerade von den Rüben hätte ich ein paar mehr gerne. Da haben wir bis jetzt nur 3 Samen. Klar, von 3 Samen kann man sich auch, die kann man auch ziehen. Das ist kein Thema. Aber wenn wir halt irgendwo wenigstens noch ein paar mehr finden würden, wäre das geil, ne? Gut, also, das ist die Krypta, wo wir hin müssen. Das wäre zumindest Nummer 2. Ich hatte wirklich gedacht, dass wir wenigstens hier außenrum wenigstens irgendwas, so eine Kleinigkeit. Hier sind zum Beispiel Bäume, dass wir da irgendwo mal zwischendrin ein paar sowas finden, ne? Wir könnten mal Folgendes machen. Wir drehen hier mal eine Fackel an. Vielleicht sehen wir da. Weiß nicht, ob wir da ein bisschen was mehr sehen. Es ist 3.31 Uhr. Mein Lieben, ich würde jetzt mal Folgendes machen. Wir erkunden mal, ich sag mal, noch so eine Stunde, eine anderthalbe. In-game, sage ich jetzt mal. Na, und dann gehen wir wieder zurück zur Base. Also die Base ist ja hier nicht weit weg, ne? Kein Thema. Wie gesagt, was mich hier noch wirklich brennend interessieren würde, diese Rüben. Ich denke mal, vielleicht haben wir mit den Rüben dann auch Glück. Vielleicht können wir mit den Rüben hier dann irgendwie weiter. Hier, Rübensamen. Geil. Geil, und ich sag's gerade noch, ich sage es gerade noch, mein Lieben. Also, merkt euch bitte an den Bäumen dran. Vor allem an diesen großen Bäumen dran, in diesen Wurzeln, sind manchmal solche Rübensamen versteckt. Irgendwo, ne? So wie es aussieht, ich sehe das schon kommen, mein Lieben. Ich werde dann hier einzeln, jeden einzelnen größeren Baum ablaufen. Und wir zumindest mal außen rumschauen, ob es hier irgendwo was gibt. Ich glaube, an der Tanne wachsen die nicht, sondern wenn, dann wachsen die halt nur an sumpfspezifischen Bäumen. Hier dann zum Beispiel. Vielleicht haben wir hier wieder Glück. Ich glaube, es war nicht, weil so viel Glück kann man nicht haben. In einer Folge zumindest. Das ist ein Baumstamm, der liegt hier brach. Ja, ja, alles gut. Ah, hier unten ist dann die nächste Krypta, ne? 4.21 Uhr. Wir müssen dann auch irgendwann mal wieder umdrehen. Oh, klar. Moin. So, gib mir mal ein bisschen Ausdauer.
Okay, wir müssen weg. Wir können halt nicht so schnell laufen, ne? Also ist kein Problem. Danke. Ah! Schilden, Schilden. Den haben wir. So, kriegen wir das schnell noch hin? Kriegen wir das noch hin? Komm, aus da, komm. Schön daneben gehauen. Den hier kriegen wir. Nein! Ah, da war das knapp. War das knapp, aber geil. Aber knapp, aber geil. Hat richtig Spaß gemacht. Das hat jetzt richtig, richtig Spaß gemacht. Ich sag mal so kurz vorm Schlafen, wir müssen jetzt mal, beziehungsweise kurz vorm Abend werden, dass wir das nochmal sehen, hätte ich jetzt bei Weitem nicht gedacht. Wir können jetzt Folgendes machen, ne? Wir haben ja hier leider den Spawnpunkt, haben wir hier oben gesetzt, ist ja kein Problem. Wir haben leider vergessen, im Sumpf den Spawnpunkt zu setzen, ist aber auch kein Problem. Wir werden jetzt hier nochmal schön unser Essen zubereiten. Dann werden wir mal schauen, gleich hier im Anschluss. Dann werden wir gleich im Anschluss hier mal gucken, dass wir nochmal zurückkommen zu unserem Dorf. Unser Dorf werden wir dann dementsprechend mal, wie soll ich denn das sagen, wurden erst mal rein mit der Kohle. Ja komm, wir gehen gleich hier hinten rein, dann haben wir den Kohlemeiler wieder voll. So, dann müssen wir da davon ausgehen, meine Lieben. Im Dorf müssen wir dann erstmal schauen, schnell. Stellen wir das Essen jetzt her. Oder wir gehen zumindest erstmal ins Dorf. Moment. Entschuldigt bitte, da war eine Fussel. Im Dorf hatte ich ja eigentlich... Moment. Ich hatte die ja schon gezogen, oder? Hatte ich die schon gezogen? Jawohl, schaut mal, ich habe die schon gezogen. Rübe, Rübe. Neuer Gegenstand, eine Rübe. Das sind jetzt 3,50. Rübe auf was anwenden, ne? Das könnten wir jetzt zur Not wahrscheinlich zum Essen verwenden, nehme ich mal an. Und jetzt ist Abend. Und jetzt laufen wir mal schnell wieder retour. Weil wir bräuchten jetzt eigentlich, mit den drei Rüben, bräuchten wir jetzt eigentlich unsere Hacke. Und dann könnten wir mit den drei Rüben bestimmt was Geiles anstellen. So, die packen wir dann mal hier rein. Ne, die packen wir dann mal zu den Zutaten. Ich würde sagen, die packen wir hier zu den Zutaten. Hier rein. So. Können wir eigentlich zu nichts verwenden, mein Lieben. Das ist schon mal das Gute dran. Ja, alles gut. So. Wir gehen jetzt schlafen. Wir gehen jetzt schlafen. Dann stellen wir... Nee, wir machen das nicht. Wir machen es genau andersrum. Entschuldigt bitte. Wir machen es genau andersrum. Wir stellen uns jetzt unsere drei wichtigsten... unsere drei wichtigsten Essen her. Die Karottensuppe, den Hirscheintopf, ne, die Karottensuppe, dann den Hirscheintopf und hier die Hackfleischsoße. Warum die drei? Bietet mit Abstand am meisten Gesundheit und ein bisschen mehr Ausdauer. Wir hauen uns jetzt hier rein. Ratzen. Ich hoffe mal, dass jetzt kein Angriff kommt. Und dass wir den Angriff, dass wir den dann hoffentlich auf den nächsten Tag verlegen können. Und ich würde sagen, wir sehen jetzt hier mal ganz, ganz dringend zu. Ich möchte noch gerne die Gemütlichkeit 11 haben. Die wäre dann hier. Dankeschön. Müssen wir noch mal ganz kurz warten. Nur die Ruhe, ganz kurz warten. Und dann kriegen wir gleich, ich glaube, volle 18 Minuten. Und damit laufen wir wieder runter an den Spawner. Ne? Ganz, ganz wichtig. So, 18 Minuten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir so dahin kommen. Oder ob wir beim nächsten Mal schon unser Schild brauchen. So, okay. Das ist alles hergestellt. Das heißt, wir laufen mal los. Ich hoffe mal, dass wir jetzt einiges an Gesundheit gleich mal, genau, gleich mal schön hochstecken. Wir könnten hier mal nochmal hier reingehen. Genau, ne? Da ist gemütlich, da gibt es Feuer. Ist alles kein Thema. Ich glaube, da stellen wir auch etwas schneller. Ne? Hier, schaut mal, da stellen wir auch etwas schneller unsere Gesundheit wieder her. Ganz wichtig.
Und ich hatte echt gedacht, wirklich, das war der vorletzte Treffer. Von diesem Trauger. Ich glaube, der vorletzte oder letzte Treffer, ne, der uns wirklich hier aus dem Leben geschossen hat. Ist aber auch nicht schlimm. 121 Gesundheit, das heißt, es geht los. Es geht los. Okay, dann gucken wir mal. Dann bin ich mal gespannt. So, meine Lieben, dann sind wir wieder da. Wo sind wir denn gestorben? Hier und ja, ist gar nicht weit weg. Schön. Jetzt hoffen wir mal, dass uns keine Monstrosität begegnet. Wäre mal Fakt 1. Und da hinten sind wir umgefallen. Ne? So, ich würde gerne noch, bevor wir dann hier trotzdem noch weitergehen, meine Lieben, würde ich dann hier nochmal noch eine Kleinigkeit, es ist echt dunkel, ja, es tut mir echt leid. Es wird aber gleich Tag, beziehungsweise erhellen wir hier die ganze Szenerie gleich mit einer Fackel. Da sind wir gestorben, ne, da. Ja, ja, keine Sorge, wir haben alles gebeugt. Keine Sorge, wir stellen uns mal hier schnell auf den Ast drauf. Da kommen die eh nicht hoch. Die dürfen gerne hier hoch, dürfen sich gerne probieren, aber die haben eh keine Chance. So. Okay, ein fairer Kampf. Na gut. Ist keine Schwäche von den Trauger. Es ist keine Schwäche. Habt ihr gerade gesehen? Und hier gibt es wieder eine Drohne. Giftpfeile. Vielleicht ist Gift so eine Schwäche von denen. Ich glaube, das war irgendwie nicht dran, aber es kann ja durchaus sein, ne? Schaut mal, der Sumpf geht weiter. Hier hinten gibt es wieder solche Spawner. Hier. Sehr schön. Hier sollte noch einer sein. Sehr geil. Sehr geil. Jetzt haben wir gleich mal den zweiten Spawner ausgeräumt. So, und jetzt hat man ja hier die Fackel, ne? Schaut mal. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier außenrum irgendwie noch irgendwas gibt. Gerade so eine Truhe wäre hier noch schön gewesen. Hier hinten ist wieder so ein riesen böser Schleim. So ein richtig, richtig böser Schleim. So ein großer. Und es gibt ja tatsächlich mal keine Truhe, ne, bei diesen Spawnern. Ich wüsste zumindest auch nicht, was gibt es zum Beispiel, oder was braucht man, um den Boss zu beschwören, ne? Das würde mich auch mal interessieren. War ein schöner Treffer gerade gewesen. Oh! Ja, ist okay. Chapeau, hast uns getroffen. Schön, gut. Wisst ihr, wie viel die Krypta das ist? Ich kann es euch beim besten Willen nicht sagen, weil ich es einfach nicht weiß. Aber die hier ist versperrt. Oh, hier kommen wir leider nicht rein. Hier kommen wir dann wirklich tatsächlich mal nicht rein. Also die wird auch für alle Ewigkeiten versperrt bleiben. Ne, wir kommen hier nicht rein. Schade. Aber keine Chance. Gut, dann brauchen wir die auch nicht zu markieren. Die da hinten hatten wir. Hier hatten wir die ganzen, also die Spawner haben wir hier ausgeräumt. Das ist kein Problem. Da haben wir nicht mal eine Truhe gefunden. Wir machen die Fackel wieder an, damit wir auch ein bisschen was sehen hier. Hier hinten gibt es wieder einen Spawner. Und hier hinten gibt es tatsächlich wieder eine Krypta. Es ist doch nicht normal. Vielleicht, meine Lieben, konzentrieren wir uns jetzt mal. Klar, wir erkunden echt die ganze Zeit schon den Sumpf, ne? Also wir sind hier echt voll dabei mittlerweile. Ich würde trotzdem noch mal schauen, dass wir wenigstens hier irgendwo noch ein paar Rüben finden. Irgendwann am Rand vielleicht oder so. Aber ich glaube, immer wenn wir uns das wünschen, geht es sowieso nicht in Erfüllung. Wir haben ja zumindest mal ein paar Rüben gefunden, das ist schon mal Fakt. Hier gibt es noch wieder ein paar Steine, ist eigentlich egal. Steine gibt es woanders viel, viel mehr wie hier. So, das wäre dann die nächste Krypta. Punkt.
schaut mal, wie viele solcher Krypten es hier gibt. Es ist der absolute helle Wahnsinn. Da hinten geht es dann langsam raus. Hier wird dann auch langsam Schluss. Ja, ich weiß schon, da gibt es noch einen Schleimigel noch. Und vielleicht haben wir hier Glück in einer der großen Bäume außenrum. Vielleicht haben wir Glück und finden was. Ah, es wäre ja zu schön gewesen. Es ist ja immer so, dass es... Naja, gut. Dem ist halt wie immer mal nicht so. Ah, da hängen Disteln, da auch. Hier gibt es solche Schlundegel, gibt es hier wieder. Schön mal eingehämmert. Schaut mal, da gibt es zwei Spawner. Einer hier vorne und einer da hinten. Das ist, glaube ich, ja der schlimmste, dieser Haufen. Ah, das war kein richtiger Block, ne? Ohne Ausdauer, meine Lieben. Bei Valheim ist es so, ohne Ausdauer kein Block. Es geht nicht. Also, man kann nicht blocken, wenn man keine Ausdauer hat. Und hier gibt es wieder so einen Spawner. Okay, die gibt es hier echt viel, ne, die Dinger. Da vorne war da auch noch irgendwo einer. Also hier gibt es die markierte Krypta, das weiß ich noch. Und hier vorne gibt es auch noch welche, schaut mal. Also ich sag mal, aus dem Fernkampf kann man die schon töten, die Dinger. Aber wir sollten schon weiter rangehen. Ob wir da wollen oder nicht. Das sollten wir schon ausnutzen. Aber bedenkt bitte, je weiter wir rangehen, desto schneller spawnt dann halt dort die... Ja, ne, ihr wisst's. Okay, jetzt machen wir folgendes. Wieder die Fackel an. Und dann suchen wir halt noch ein ganz kleines bisschen hier die Umgebung ab nach Rüben. Wobei ich glaube... dass wir hier und heute kein Glück mehr haben. Ich glaube, pro Folge finden wir da genau 3 Stück. Da ist das Teil, genau. Da ist der Baum, der in der Krypta drin steckt. Nee. Hier war zumindest auch mal ein Spawner. Genau, da immer, wo ganz viele Felsen sind, da sind immer die Spawner gewesen. Aber wie gesagt, es wäre ja schön gewesen, einfach ein paar, einfach nur ein paar Rüben. Schenkt mir doch ein paar Rüben, mein Lieben. Keine Chance, ne? Ihr seht's. Absolut keine Chance. Aber das ist egal. Wir werden jetzt erstmal schauen, was wir mit den Rüben anstellen dürfen. Da kommen wir wieder zur anderen Krypta. Kein Thema. Das sieht auch komisch aus, dieses Gebilde, ne? Das sieht echt komisch aus. Da kommen wir zu unserem Turm. Also ich sag mal, es liegt alles... Also mir... Im Verhältnis, muss ich ganz ehrlich sagen, kommt man hier relativ schnell. Im Sumpf kommt man vorwärts, wenn man ungefähr weiß, was man will. Und wenn man sagt, wisst ihr was, wir laufen jetzt mal Richtung Norden oder Richtung Süden oder Richtung Westen, ist im Prinzip egal. Man weiß halt hier immer genau, wo man hin muss. Auf der anderen Seite, schaut mal, das ist hier schon die zweite Krypta und die haben wir noch gar nicht aufgemacht. Das wäre jetzt, ne, das wäre jetzt hier zweite. Und die werden wir dann in Ruhe ausräumen. Wisst ihr, was ich meine? Hier oben ist dann der Sumpf. Schaut mal, so viele Krypten gibt es hier. So viele Krypten. Dem Haus dort hinten, das haben wir ja eingerissen. Das Haus könnten wir dann auch mal abwählen. Brauchen wir nicht mehr. Den Spawner brauchen wir. Ja gut, komm, wir lassen ihn mal da. Hier oben gibt es keine Krypten mehr im Norden. Sehr schade. Wie viel Gewicht hätten wir noch? 246. Also wir könnten sogar, es ist ja noch Tag. Wisst ihr, was wir machen? Wir gehen nochmal rein. Wir holen uns nochmal ein bisschen Eisen. Moin! Oh ja, da kommen sie schon. Moin! Doch, der Finisher hat geholfen. Das Problem ist, wir haben hier schon mal wieder die Fackel ausgeblasen. Das ist schon mal gar nicht so schön. Es gibt hier leider nichts mehr zum Holen.
Aber hinter der Wand hier ist schon wieder Böses, Böses, Böses. Und so wie es aussieht, ist das, das ist der einzige Zugang hier. Boah, ihr wisst, was das heißt. Das ist der einzige Zugang. Müssen wir erstmal gucken, was da dahinter ist. Bevor wir hier alles einreißen, okay? Ah ja, jede Menge. Ich hör's. Komm, mach das Ding kaputt. Sehr gut. Nein! Ah! Geil. 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 Ja, ich weiß, ich feiere den Tod. Nee, den feiere ich nicht, aber ich feiere das, dass das in den Krypten, dass das so viel Spaß macht. Das glaubt ihr gar nicht. Man kommt rein, legt sich mit ein paar Gegnern an, fühlt sich wirklich stark, weil man gerade eben, ihr habt es gesehen, wir haben gerade eben wieder so eine Elite gekillt und so weiter und so fort. Und das ist ja immer so ein Indiz, wo man dann sagt, ja, das... Ja, das war definitiv der richtige Weg. Auf der anderen Seite sind wir halt wieder hier. Ne? Ich sag mal, ja, das ist trotzdem gar nicht so einfach. Ich würde mal gerne noch ein bisschen was Eisenmäßiges schon hier reinpacken. Kohle hätten wir keine mehr. Und der Schmelzofen wäre halt noch voll. Ja, wir müssten das dann halt mal zeitnah, müssen wir das dann mal wieder abreißen. Was wir jetzt noch machen können, wir könnten maximal noch mal gutes Essen zubereiten. Dann noch mal reinlaufen. Wobei ich ganz ehrlich sagen würde, dass es das nichts bringt. Ich sag mal, wir gehen zum zweitbesten Essen. Warum nur zum zweitbesten Essen? Ganz einfach, weil wenn wir die Sachen dort drinnen bergen, haben wir sowieso wieder das Schild ausgerüstet. Dann laufen wir eh wieder raus, meine Lieben, weil die Folge, die ging schon, die geht schon heute wieder ganz, ganz schön lange, aber es hat, wie gesagt, es macht riesig, riesig Bock, unglaublich. Und, ja... So, wir sind zumindest mal halbwegs wieder trocken. Da drüben geht's rein. Ja, so schnell geht das nicht. Zack, und schon sind wir wieder bei der Krypta. Wir müssen jetzt echt nochmal unseren Leichnam angucken. Leider habe ich gerade was vergessen, mein Lieben. Den Ausgeruht-Bonus, den habe ich vergessen. So, schnell bergen. Schnell irgendwo mal hinstellen. Schnell alles ausstatten, ausrüsten. Okay, wir haben zumindest gleich mal alles wieder an. Puh, gut. Okay. Wir gehen wieder rein mit der Keule. Wir haben den gekillt. Ich glaube, wir haben den gekillt. Wir haben den mit gekillt. Unglaublich. Ja, vom Gewicht her. Ach ja, wir haben ja den sogenannten Leichenlauf, aber der ist nicht mehr lang. Da können wir ja doppelt so viel tragen, ne, oder wie das war. Schaut mal, ne. Es gibt wieder sehr viele Eisenelemente hier und so weiter und so fort. Ich würde jetzt ehrlich gesagt das machen. Ich würde jetzt noch ein ganz kleines bisschen hier vorne, das würde ich zumindest mal hier zu Ende abfarmen wollen. Das hier. Da gibt es ja wieder jede Menge Eisen drin. So, 393. Sind wir schon wieder fast voll, ne? Die haben wir irgendwo, hat man hier noch. Genau. Na komm. Dankeschön. Okay. Ich hab's doch gewusst, dass der noch da ist. Ist das fies, ne? Denk dran, nur zwei Schläge. Zwei Schläge jetzt mal. Nein, das gibt's doch gar nicht. Das kann doch gar nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist noch, das waren vielleicht, das sind vielleicht noch zwei HP.
Noch 2 oder 3 HP. Jetzt weiß ich ja, an was das gelegen hat. Ich wollte eigentlich den Finisher auspacken, habe aber wieder meine Ausdauer vergessen. Das ist immer mein ganz, das ist mein riesengroßes Problem. Immer. Also machen wir es so, es ist nämlich 3.12 Uhr. Wir müssen uns jetzt echt beeilen. Was machen wir? Runter in die Küche, nochmal die Speisen geschnappt. Also noch einmal Hirschfleisch, noch einmal Schweinefleisch und noch einmal Honig. Das generiert uns ein kleines bisschen Ausdauer. Schöne Balance zu Ausdauer und Gesundheit. Dann holen wir uns jetzt hier den Gesundheitsbonus bzw. den Gemütlichkeitsbonus ab. Schaut mal, 18 Minuten. Das packen wir. Und jetzt haben wir deutlich verbesserte Ausdauer. Und dann gehen wir rein, dann holen wir uns einfach nur das Equipment und dann raus da. Ne? Ganz, ganz wichtig. Also einmal, zweimal, dreimal. So, und schaut mal, wie schnell sich jetzt hier die Gesundheit bzw. die Ausdauer erholt. Ist der absolute Wahnsinn. Na komm. Ja, wir müssen wieder in die Unterkunft. In der Unterkunft geht es deutlich schneller. Wenn wir hier in der Unterkunft drin sind, bei Feuer und Gemütlichkeit, seht ihr mal, wie schnell jetzt das hochsteckt. Und wir müssen ganz dringend, müssen wir auch demnächst diese Tränke mitnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen mehr Tränke. Wir müssen mehr Tränke herstellen. Wir müssen echt mehr Tränke herstellen. Am besten ultra gesunder Met, den wir dann immer auf mindestens einer Taste hier oben dann stehen lassen. Ich denke mal, da sind wir auf der sicheren Seite. Und jetzt ab runter, ab in die Krypta. Einfach nur das Equipment geholt. Denkt bitte dran, da hinten läuft er noch rum, der Typ. Wir haben nicht mal die Tür zugemacht. Wie schäbig. Wisst ihr, eigentlich ist da alles egal, was hier uns entgegenkommt, wenn wir hier auf dem Weg zur Krypta sind. Hauptsache keine Monstrosität. Alles andere wäre mir sogar völlig egal. So, passt auf, der ist er irgendwie da, ne? Ja, das passt. Das passt. Alles gut. Sind wir komplett angezogen? Nein, uns fehlt noch die Rüstung und uns fehlt noch der Beinschutz. Und dann gehen wir wieder rein und dann hauen wir den einfach aus den Socken, diesen Typen. Unglaublich. So, das war's. Weg. Ah. Und wir wollten eigentlich nur ein ganz kleines bisschen Eisen wollten wir hier noch rausholen. Wir wollten uns eigentlich gar nicht hier vorhauen. Oh ja, ich sehe es. Schleimi. Ja, ich sehe es. Oh, das sind sogar mehrere Schleimis. Sehr schön. Ist ja geil. Hier können wir ganz in Ruhe können wir dann anschauen, was hier hinten so rumkeucht und fleucht. Wie es aussieht, sind das nur Schleimis. Aber gut, egal. Das gucken wir uns ganz in Ruhe in der nächsten Folge an. Ich würde mal sagen, wir gucken uns hier nochmal rum. Haben wir noch irgendwas vergessen? Nee, die Truhe ist leer. Hier oben meistens liegt ja noch, hier schaut mal, ne? Meistens liegt ja noch ganz kleines bisschen Geld rum. Oder irgendwelche Perlen oder sonst was Wertvolles. Hier unten hat man auch alles ausgeräumt und wie gesagt, hier geht es dann weiter in der nächsten Folge. 415, ja, eine Rübensamen etwa, Pflanzen, um eine gesunde Rübe wachsen zu lassen. Wir machen das jetzt so. Wir werden uns jetzt hier unser Gartengerät schnappen. Ne, das ist nur die Hacke, das Gartengerät haben wir glaube ich zu Hause. Ja, das ist nur zum Boden einebnen. Wir brauchen das andere. Okay, egal. So, dann gehen wir mal raus. Dann ab zur Base. Jetzt haben wir heute echt viel erkundet. Echt viel Eindrücke gesammelt. Schaut mal, kurz vor 6. Gerade so, dass wir am Tag noch gerade so hier zu uns in die Basis zurückkommen. Ich werde mal Folgendes machen. Ich werde das für euch etwas, wie soll ich denn das sagen? Ich glaube, ich werde das ein bisschen heller machen. Den Steinmetz können wir ja auch benutzen. Ja, da können wir doch den Wetzstein herstellen. Er will sich drehen.
Weil ich meine, die Stimmung ist geil. Also diese Dunkelheit und so weiter und so fort, gerade wenn ich das hier oben auf dem Aufnahmebildschirm sehe, es macht richtig, richtig Spaß. Hätten wir hier noch irgendwas drin, was wir mitnehmen? Alles gut? Okay, dann gehen wir zumindest ab nach Hause, ne? Schaut mal, hier hinten krauschelt wieder so ein Schleim rum. Ja, bis jetzt, mein Lieben, wir sind fertig im Sumpf für diese Folge. Und dann wollte ich euch ja noch was zeigen. Ich wollte euch ja heute im Finish noch was zeigen. Und zwar hat mich da die liebe Community wieder darauf aufmerksam gemacht. Mensch, Santo, du hast so viel Eisenbahn. Bau doch endlich mal so eine Eisentruhe. Und das machen wir heute mal. Das ist ja so eine versteckte Truhe. Die möchte ich euch kurz mal zeigen. Den Bauhammer, den haben wir auch da oben abgelegt. Sicher ist sicher. Ich glaube, den hatten wir hier irgendwo, hat man den rein, ne? Hier. Obwohl, das sind alles Stufe 1. Wo hat man denn in Stufe 3 hingepackt? Ah, hier ist zumindest mal der Pflug. Sehr schön. Den bräuchten wir dann auch mal. Und hier die Rübensaat. Genau das wollte ich jetzt wissen. Mit dem Teil können wir nämlich die Rübensaat anpflanzen. Ich weiß jetzt bloß nicht, wo haben wir unseren Hammer hin? Also weggeworfen habe ich ihn definitiv nicht. Egal, dann nehmen wir mal einen Hammer der Stufe 1. Der hält zwar nicht so lange, aber damit kann man ja genauso viel basteln. Gewürzaufhänger. Was ist denn ein Gewürzaufhänger? Das ist die Kesselverbesserung. Das ist diese Kesselverbesserung, die wir brauchen, glaubt's mir. Da bauen wir eine Werkbank. Rüben, Disteln, Pilze, Karotten und Löwenzähne. Und mein Lieben, mit dem Gewürzaufhänger, denke ich mal, bekommen wir dann endlich bessere Rezepte für unseren Kessel. Ach, damit funktioniert das. Also, da muss man erstmal dahinter kommen. Also mit Rüben und Rübensamen bekommt man dann erstmal die Möglichkeit mit dem Pflug, jawohl, diese Rüben anzubauen. Genau das wollte ich hier. Rübensaat, pflanze eine Rübe, um mehr Samen zu erhalten. Genau darum ging es. Ne, ich habe ja drei Rüben, die habe ich ja hier drüben reingepackt. Und genau diese werden wir jetzt nutzen. Die hatte ich ganz hier. Im Moment, irgendwo hier hatte ich, ne? Hier 50. Und hier hat man ja noch ein paar Samen und drei Saaten. Und die würde ich jetzt gerne bei uns im Dorf würde ich jetzt gerne noch anpflanzen. Und dann dazu, meine Lieben, würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zugucken. Wir machen das aber noch. Das ziehen wir heute noch durch. Das verspreche ich euch. So. Wir haben noch nicht einmal eine Tür dran, ne? An unserem Portalraum. Es ist so traurig. Aber gut. Okay, dann gehen wir mal hier rein und genau das wollte ich jetzt machen. Ich wollte jetzt hier diese Rübensaat, das wollte ich jetzt gerne hier anbauen. Weil damit bekommen wir endlich die Chance, ne, pflanze eine Rübe, um mehr Samen zu erhalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil aus einer Rübe kommen wir dann wieder drei Saaten raus. Und mit diesen drei Saaten können wir dann wieder Rüben basteln. Ne, und so weiter und so fort. Also, ihr wisst Bescheid. Was macht denn der bei uns in der... Läuft der bei uns in der Base rum? Nee, ich wollte gerade sagen, der läuft drüben rum. Der kommt eh nicht hierher. Ja, da haben wir ein bisschen was gebastelt, ne, mein Freund. So eine kleine schöne Mauer. Ja, mal komm her. Danke für den Loot. Und jetzt möchte ich euch noch ganz in Ruhe, meine Lieben, möchte ich euch diese Eisentruhe zeigen, ne, die wir hier brauchen. Weil diese Eisentruhe, schaut mal bitte, was wir zurzeit hier mit Rüben anstellen können. Es ist eine schiere, wahre Pracht. Es macht unheimlich Spaß, da sowas aufzuziehen. Und meine Lieben, für das Einlagern und so weiter und so fort, bräuchte man hier immer eine Truhe. Deshalb würde ich mal vorschlagen, wenn wir schon die Möglichkeiten haben, sowas zu basteln, dann sollte man das hier mal umsetzen. Möbel, versteckte Truhe, schaut bitte her. Und so sieht das Teil aus. Das ist viel größer. Na, das ist viel größer wie die anderen. Aber da passt deutlich, deutlich mehr rein. Wenn wir es geschickt anstellen, bekommen wir auch so eine Truhe genau auf diese zwei Elemente. Kommen wir auch genau nebeneinander gepackt. Ne? Schaut mal, also das passt so und jetzt kommt der Hammer. Bam. 24 Plätze. Nicht 10, nicht 15, nicht 20. 24 Plätze. Und das hat schon was.
Okay? Dann würde ich sagen, mein Lieben, bis hierher herzlichen Dank fürs Zugucken. Wir gehen wieder rein. Ich werde jetzt hier zwischen den Folgen werde ich jetzt ein bisschen was ausräumen. Ich werde noch ein bisschen farmen gehen. Ich guck mal, dass wir noch ein paar Würfel zusammenbekommen. Und dann würde ich schon sagen, machen wir demnächst wieder eine Baufolge. Ich würde dann gerne das Dorf noch ein bisschen ausbauen. Ich würde dann, wie gesagt, gerne endlich mal Richtung Kohlemeiner, zweiter Kohlemeiner gehen, endlich mal Richtung zweiter Schmiede gehen. Da würde ich gerne so ein Gebäude außenrum basteln und so weiter und so fort. Das kann ruhig so ein offenes sein. Wichtig ist, dass wir direkten Zugang zu diesen Meilern bekommen. Und dann, meine Lieben, alles das Weitere dann besprechen wir in der nächsten Folge. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.